Hallo und willkommen zur neuen Folge Stardew Valley. Und endlich können wir uns einen neuen Rucksack kaufen. Kurz schauen, was habe ich dabei jetzt noch. Wir haben hier noch ein bisschen an Ressourcen dabei. Oh, wir haben Post auch noch. Aber wahrscheinlich wie ein neues Event, das vor der Tür steht. Okay, aber machen wir kurz mal das hier weg, weg, weg. Und dann den hier rein. Dann das, das so. Hol ich mir auch mit. Ah, und sie müssen noch abgeben. Jetzt kommt hier wahrscheinlich das Event. Schöne Fröstel in der Luft gespürt, könnte Einzug des Winters sein. Oder es kriegt man einen dummen Geister, der uns hilft, das Fest von morgen zu feiern. Die Geisternacht kommt um 20 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst. Was ist heute? Heute um 22 Uhr, okay. So. Mayonnaise und hier kurz trinken. So, der hat mal genug. Wir noch was abernten. Trauben. Ja, und anscheinend, ich habe jetzt gerade mit den Schwaben gesprochen, anscheinend habe ich wirklich hier etliche Bäume, irgendwie die Beeren nicht gesehen. Oh, hier ist, kommt die neue Frucht, die uralte Frucht wieder. Die uralte Frucht. Ich weiß immer noch nicht, was die noch gut ist. Oh, sogar golden jetzt, okay. Ich werde auf alle Fälle jetzt die ganzen goldenen Sachen mal hier zur Seite legen, also speichern. Es wird hier eh wahrscheinlich bald Sachen eingehen, wenn der Winter kommt. Ich bin jetzt nicht, ob jetzt schon letzter Tag ist im Winter. Wer weiß, vielleicht hier ist nichts, okay. Hier drüben ist auch noch nichts an Ahornsirup. Da gehen wir mal kurz die Hühner versorgen. Hä? Was war das jetzt? Was hat er jetzt mit dem Huhn gemacht? Okay. Okay, gewisse Sachen müssen, darf man sich auch nicht fragen. Ja. So, Ei. Habe ich alle schon gehabt? Das hier? Ja, anscheinend schon. Gut, dann gehen wir raus. So, hier haben wir alles abgeerntet. Okay. Kupferbahn hier rein. Kupferbahn auch. Dann können wir mal eine Mayonnaise machen. Eine kleine Eier. Ich weiß gar nicht, ob ich die Eier so weg, das sind normale Eier, ob ich die jetzt wirklich behalten tue. Also Mayonnaise weg, Honig weg. Ich glaube, die Eier lasse ich für Mayonnaise, wobei wir haben jeden Tag. Komm, verkaufen wir. So wie das auch hier. So. So, okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal ins Dorf und holen uns mal den neuen Rucksack. Hier waren die Beerenblüten bestückt, als der Schaumeister gesagt hat. Aber wir haben ja letztens auch Beerenbüsche mit roten, ist wie hier. Sah auch aus, als hätte das Beeren dann. Aber ist nichts, weißt du? Ah, voll die Verarsche. Da soll ich das natürlich checken, ne? Natürlich nicht. Aber vergiss es, ich habe keine Sardinen. Oh. Hä? Wie ist es verneuen? Hast du mich erschreckt? Warum schleißt dich so an? Selbst ich habe Reise des Prärie-Königs gespielt und schaff nicht mal das erste Level. Dieses Spiel ist unglaublich schwer. Naja, entweder das oder ich bin einfach schlecht. Hey, willst du das Level mit mir zusammen probieren? Vielleicht schaffe ich es mit deiner Hilfe eher. Oh je, das kann nur schlecht, kann nur schief gehen. Oh ne, was müssen wir spielen? Schießen? Robert. Okay, jetzt habe ich gecheckt, es geht.
Oh, sie hat es getroffen. Oh, nee. What? Die waren hier drin. Da kommen sie. Ja, ich hab's gesehen. Oh, wat? Ich bin aber auch schlecht, ne? Also fixiert sie zu retten. Kann ich schräg schießen, irgendwie. Oh, was? Wie geil sind das, bitteschön? Und jetzt? Ein Blitz getroffen. Wieder was. Das ganze Spiel zu Ende ist. Die Zeit abgelaufen ist, wir noch leben oder wie? Okay, ich habe Maschinengewehr. Hey, wir haben es geschafft, sehr gut. Lustiges Minigame. Hey, das war lustig. Danke fürs Schauen. Du kannst echt gut mit dem Joystick umgehen. Das wundert mich nicht. Ja. Okay. Ist Abigail so? Abigail wohnt hier. Ach so. Kaufen. Juhu, einen großen Rucksack. Du hast den Luxustasche erhalten. Dein Inventar wurde auf 6 Plätze vergrößert. Boah, wie Luxus das denn, bitteschön. So, 29. Das heißt, wir haben jetzt viel Zeit, für in die Mine zu gehen. Das tun wir aber auch gleich. Wir sind ja Level 100. Hier sind jetzt alles Bären, oder? Eben nicht. Aber wie sollte ich denn das wissen, wo hier Bären sind, wo nicht, ey? Für mich sehen hier alles mit Bären aus. Aber hier sind keine. Und dann beim anderen war ein blauer Bären, beim Brombeeren oder so. Die wären zum Abgrabbeln gewesen, aber natürlich habe ich das nicht gesehen. Das war natürlich super, muss ich zugeben. Aber da war eine Haselnuss. Noch eine, okay. Hat sich jetzt eigentlich bei Abigail was beendet getan? Nö. Das ist ein Ding, wieso kann man hier rüber? Hat den Bäumen zu fällen? Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich schon. Ey, tolles Haselnüsse, ey. So, gehen wir rein. Rein ins Vergnügen. So, jetzt sind wir runter. Ah, eine Kiste, sehr gut. Hier ist leer. Okay, war nichts drin. Da müssen wir jetzt mal Steine klopfen. Okay. Einen Weg gefunden. Schattenessenz, okay. Da kommt eine Fledermaus. Dr. Klaus. Was heißt, wie ich mal diese Bombe testen hier. Weg. Ha, da war der Eingang. Hat sich ja schon gelohnt. Geschleim. Oh, der blöde Schleim trifft mich ja wie nix, ey. Okay,
Gehen wir mal kurz eine Haselnuss essen, ja. Wie kann man nicht raus? Ja, essen. Sollen wir ein bisschen Energie wieder haben? Nicht gleich, wann nicht Wunder sind beim Sterben. Ich glaube, wir haben ja auch geskillt, dass wir mehr rauskriegen bei den Ärzten. Okay, Smaragd. Und hier so ein Stein für Abigail. Oh, wie fies! Okay, nochmal ein Haselnuss essen, ja. Ja, und drüben ist ein Pilz. Boah, das ist diese Schatzkammer, ey. Heftig. Ich frage mich auch, ob man mehr rauskriegt, wenn man die Kisten nicht verhauen tut, sondern irgendwie. Keine Ahnung. Oh nee. Okay, kommen die Spinnen, die Fledermäuse. Sie von beiden Seiten, weißt du. Na komm schon. Ja, ich esse jetzt mal kurz, weil ja, komm noch mehr. Okay, anscheinend haben wir schon überstanden. Okay. Oh, wie ich es nicht treffe, ey. Mein Kleiner hat auch gerade mitgemacht. Jetzt mal kurz gehört. Also die schläft und schon wieder weiter. So ein bisschen gedreht. So. Also das Skills-Inventar macht sich schon eindeutig bemerkbar. Ich wäre hier schon ewig überladen gewesen. Wir können wirklich immer farmen. Und schon haben wir was gekriegt, das wir essen können. Moment, ist er giftig? Der ist giftig. Die Wurzel können wir essen, okay. Ich glaube schon, wir haben schon mal einen Pilz gegessen. Der lila Pilz, ich glaube, der fehlt uns noch. Nein. Ich glaube, den müssen wir noch fürs Haus haben. Sehr gut. Okay, wir haben schon den nächsten Stockwerk freigeschaltet. Schon kurz. Okay, gibt's da nichts. Okay. Dann sind wir auch schon weg wieder. Okay. Können schon das Stockwerk verlassen. Eigentlich würde ich sagen, es ist eine gute Idee. Ah, verdammt. Okay, jetzt mal Sonnenblume. Wir haben ja schließlich die Dinger noch. So, wir können ja schon wieder hoch, aber ich möchte natürlich
genau, die ganze Sache mitnehmen. Und ich glaube, ich mache kurz eine Pause. Könnte gut sein, dass ich kurz schauen gehen muss. Schau ganz kurz an. Weiß ich, wie sie nur gedreht hat. Ja, ich bin halt immer am Abend noch zuständig für die Kleine, die ihren Schlaf sucht. Manchmal gibt es halt wirklich Situationen, wo sie halt dann nicht gut schlafen kann. Und da bin ich dann da für sie und schaue, was ich tun kann. Aber sie schläft bereits wieder weiter. Hat wahrscheinlich schlecht geträumt. Boah, das ist schon wieder so eine Hitze hier. Aufnehmen. So, okay, wir haben alles. Das heißt, wir können wieder hoch. Oder runter, beziehungsweise. Und vor dem was kommt am besten so. Okay, was haben wir Zeit? 20 Uhr. Die Zeit müssen wir schon ein bisschen im Kopf halten. Wir können jetzt länger farmen. Was ja auch die Chance birgt, dass wir zu lange farmen. Okay, wir haben schon wieder Nährstoffe freigeräumt. Oh Mann, überall werden die Teppen angezaubert. Das ist eine Kiste. Die holen wir uns natürlich auch noch. So. Okay, wir haben alles in dieser Runde hier. Also wir gehen gleich die Teppe weiter runter. Vielleicht schaffen wir sogar noch Stufe 108. Wir werden sehen. Boah, wie oft mich der getroffen hat jetzt, ey. Gar nicht feierlich. Ja, essen. Was ist denn das hier? Kupfer hier unten? Wir verarschen? Das ist was anderes, oder? Kupfer jetzt tatsächlich. Wieso Kupfer hier unten? Hier in der ersten Stufe. Boah, gleich zwei Treppen, also. Was? Ein Brötchen bekommen, Schatten des Sens, Eisen. Uhr. Da sind wir jetzt eng. Irgendwas zeitlich. Ich halte auch immer mehr aus, habe ich das Gefühl. Oh, okay. Ja, 23:20 Uhr, glaube bei 1 Uhr. Ihr sagt dann, es wird spät, oder? Okay, wisst ihr was? Wir gehen weg. Vielleicht kriegen wir gleich die Zeppe noch. Ja. Okay, weg. Ihn verlassen. Mal schauen, ob wir nach Hause kommen noch, bevor wir einpennen. Ich glaube, 1 Uhr Schluss, oder? Okay, schnell ins Bett. Ja. Boah. Wir haben es ganz so geschafft. Kampfstufe 7. 5 Lebenspunkte zu erhalten. Das ist ein Ring von Joba. Okay, ein Ring. Ja, hat keine Zeit mehr, mein Loot zu verkaufen.
muss noch ein wenig ins Bett rennen. Und das war dann auch die Folge für heute. Ich bedanke mich schon fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten Folge. Also übermorgen, beziehungsweise bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.